Hi, in diesem Video geht es um gängige Aggressions- und Gewalttheorien aus pädagogischer und psychologischer Sicht. Dabei soll es nicht vor allem darum gehen, erstmal die Begriffe Aggression und Gewalt voneinander abzugrenzen. In der Alltagssprache tut man das nämlich kaum und auch in der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Abgrenzungen dazu, die sind nicht immer einheitlich. Allgemein soll deswegen über etwas gesprochen werden, was sich unter beiden subsumieren lässt, also zusammenfassen lässt, nämlich um Theorien, die erklären, warum Menschen so handeln, dass sie anderen schädigen. Zum Beispiel, indem sie ihnen physische Gewalt antun oder verbale Gewalt, irgendwie ein schädigendes Verhalten letztendlich, das sich in Verhalten äußert. Dazu sollen verschiedene Theoretiker kurz vorgestellt werden, wirklich kurz. Das bedeutet natürlich, dass man sie nicht in ihrer Gänze zeigen kann. Man kann nicht auf jedes Detail eingehen. Man muss manchmal auch ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Dadurch bleiben natürlich wichtige Details weg. Aber es soll letztendlich darauf hinweisen, welche Theoretiker sind hier sehr wichtig. Nicht jeder kann natürlich genannt werden. Aber wenn man sich mit Gewalt- und Aggressionstheorien weiter beschäftigen möchte, so gibt das Video schon mal einen Anhaltspunkt, was man so alles recherchieren könnte. Und dann im Schneeballprinzip werden sich dann noch weitere Theoretiker, weitere Theorien, weitere Details anschließen. Das ist so gesehen der Ausgangspunkt, um Gewalt- und Aggressionstheorien zu verstehen oder um einen Überblick über sie zu bekommen. Zunächst, wenn man Gewalt- und Aggressionstheorien besprechen möchte, kommt man an einen wichtigen Theoretiker gar nicht vorbei. Und zwar ist das der Freud. Der Freud, das ist ein wichtiger Psychologe gewesen, der hat die Psychotherapie nachhaltig geprägt, wenn nicht sogar erfunden. Und letztendlich hat er natürlich auch etwas dazu gesagt, wie kommt es denn zu Aggression oder Gewalt, also zu schädigendem Verhalten. Da hat er nämlich gesagt, zwei verschiedene Sachen. Zum einen hat er ein System von Über-Ich, Ich und Es eingeführt. Das heißt, es gibt so gesehen ein Gewissen, was uns besänftigt, so gesehen das Engelchen auf unserer Schulter. Und auf der anderen Seite gibt es unsere Triebe, so gesehen das Teufelchen auf unserer Schulter. Und die müssen in Einklang gebracht werden. Das Gewissen versucht, unsere Triebe zu unterdrücken und die Triebe versuchen, uns am Leben zu halten. So ungefähr kann man sich das ganz grob vorstellen. Dabei sagt Freud, unsere Triebe, das sind zum Beispiel essen wollen, uns vermehren, das sind typische Triebe. Die sollen letztendlich befriedigt werden, beziehungsweise müssen befriedigt werden, damit wir leben können. Und wenn die Befriedigung dieser Triebe nicht möglich ist, wenn wir also nicht unsere Gelüste befriedigen können, wenn das Lustprinzip nicht funktioniert, dann entsteht Unlust. Und Unlust kann Aggression auslösen. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Wenn ein Kind Hunger hat und man gibt ihm nicht das Essen, dann fängt es an, irgendwelche Sachen umzuwerfen, aggressiv zu werden, vielleicht rumzuschreien. Das ist so das einfachste Beispiel, was man sich hier vorstellen könnte. Das sieht man bei Erwachsenen genauso, wenn sie den Job nicht kriegen, den sie haben wollen, weil sie beispielsweise zu schlechte Noten haben oder was auch immer. Dann können sie ihre Lust nach Geld und Erfolg und Anerkennung letztendlich nicht befriedigen und das führt vielleicht zu aggressiven Verhalten. Eine andere Idee hatte Freud aber auch, nämlich das sogenannte Destrudo. Das Destrudo, sagt er, ist ein angeborener Zerstörungstrieb, der uns immanent ist, der ist angeboren, der ist dem Libido entgegengesetzt, der Liebestrieb, das ist ein Trieb, der immer zerstören will. Das war vor allem Freuds Idee, als er sich Gedanken darüber gemacht hat, wie kommt es zu Krieg? Und da hat er sich den Idee letztendlich gehabt, es muss im Menschen etwas geben, was Krieg auslöst, was ihm Lust auf Zerstörung macht. Also das sind zwei Ansätze, die letztendlich Freud aufgebracht hat, die er natürlich auch vertreten hat und die auch sehr eingängig sind. Etwas Angeborenes in uns, das Destrudo, das Es ist auch angeboren laut Freud und das ist auch bei diesem Unlustprinzip sehr wichtig, das habe ich ja ausführlich dargestellt, beziehungsweise kurz ausführlich dargestellt. Eine ausführliche Kurzform. Der zweite Theoretiker, an dem man kaum vorbeikommt, das ist eigentlich der Lorenz. Und der Lorenz, der hat letztendlich gesagt, ja, unsere Aggressionstriebe, die sind angeboren,
ähnlich wie Freud, aber die haben einen sinnvollen Zweck früher erfüllt, heutzutage eher weniger, nämlich der Zweck ist oder er war die Arterhaltung. Er hat gesagt, und das macht sehr viel Sinn, wenn wir beispielsweise uns Tiere angucken, früher, als der Mensch noch nicht kultiviert war, da musste er letztendlich Hierarchien schaffen. Das hat er geschafft, indem er sich mit anderen Menschen gemessen hat im Muskelkampf. Da mussten Aggressionen rausgelassen werden. Das hat er aber auch gemacht, indem er sich verbal attackiert hat, als die ersten Laute möglich waren. Auch musste der Mensch Reviere finden, in denen er jagen und sammeln konnte. Damit hat er dann Reviere von anderen abgegrenzt. Das war wichtig, damit große Landschaften letztendlich gut unterteilt werden konnten. Da musste jeder sein Revier auch verteidigen, um seine Familie, seinen Clan oder was auch immer, wie man das nennen möchte, letztendlich unterhalten zu können. Das heißt, damals waren Aggressionen ganz, ganz wichtig, um das Überleben der eigenen Art, des eigenen Clans, der eigenen Familie zu sichern. Das sieht man auch heutzutage, wenn man sich Tiere ansieht, die versuchen, ihr Revier zu verteidigen. Da hat man auch noch dieses typische Arterhaltungsschema. Heutzutage sagt dann Lorenz, naja, eigentlich braucht man das heutzutage nicht mehr. Und es ist auch noch ein großes Problem dazu gekommen heutzutage. Denn man sieht bei Tieren, die auch um Reviere kämpfen, die kämpfen wohl, vertreiben sich aber gegenseitig und töten sich nicht. Das heißt, es gibt so eine Tötungshemmung. Heutzutage gibt es ziemlich krasse Waffen wie Pistolen. Wenn man da abschießt, dann ist der andere hinüber. Das heißt, da ist es nur eine Tat und die Tötungshemmung wird so gesehen überwunden. Um jemanden im Faustkampf zu töten, da braucht es wesentlich mehr. Da muss man dann wesentlich länger draufschlagen und Lorenz geht davon aus, dass es normalerweise eine natürliche Barriere gibt, wenn der andere wehrlos ist oder wenn er besiegt ist, dass man dann nicht mehr weitermacht. Mit modernen Waffen umgeht man diese Barriere und das ist eigentlich das Gefährliche heutzutage. Besonders sagt Lorenz, man kann die Gewalt in sich selbst gar nicht komplett unterdrücken. Jeder hat letztendlich die Gewalt in sich und da kann man gar nichts machen. Die muss man rauslassen. Ein dauerhaftes Unterdrücken ist sogar schädlich, weil dann kommt es plötzlich dazu, dass es eskaliert. Da sagt Lorenz, deswegen muss man beispielsweise Sport machen. Deswegen sollte man sich körperlich betätigen, denn dabei kann man die Gewalt spielerisch ausleben. Zum Beispiel in Fußballspielen oder im Boxkampf. Da kann man das Ganze ausleben und das wäre dann förderlich. Lorenz sagt also, früher die Arterhaltung war das, was die Aggression in uns geschaffen hat, evolutionär. Heutzutage ist das eher schädlich, aber wir können es nicht ablegen, weil die Kultivierung viel schneller ging als die Rückbildung dieser evolutionären Gegebenheit. Der dritte Theoretiker letztendlich ist Dollard. Dollard vertritt da eine bisschen andere Hypothese. Er sagt, Aggression entsteht durch Frustration. Er sagt also gar nicht, ja, angeboren oder nicht. Er sagt natürlich, irgendwas muss im Mensch angeboren sein. Wenn wir keinen angeborenen Körper hätten, könnten wir gar nichts. Deswegen muss irgendwas schon da sein. Aber er sagt vor allem, etwas, was von außen wirkt, das sorgt letztendlich für Gewalt. Nämlich die Frustration, die erzeugt wird, wird nur erzeugt, indem etwas von außen wirkt. Indem etwas uns frustriert. Man sagt ja auch, das hat mich frustriert. Das heißt zum Beispiel, wenn ich schlechte Noten bekomme, dann bin ich frustriert. Das kann zu Gewalt führen. Wenn jemand mich beleidigt, dann bin ich frustriert. Das kann zu Gewalt führen. Das heißt, er sagt so gesehen, die Gewalt kommt nicht unbedingt von innen heraus, wie bei Lorenz, die Arterhaltung, ich verteidige oder reagiere aggressiv aus mir selbst heraus, sondern Dollard sagt, etwas wirkt auf mich und das erzeugt Frustration und damit Aggression. Das ist so eine einfache These, die so eingängig ist, dass viele gesagt haben, ja, das ist richtig. Damit kann man viel erklären, aber nicht alles. Denn damit kann man nicht erklären, beispielsweise, dass einige Leute vielleicht schon von Geburt an aggressiver sind als andere oder einige grundlos auf einmal aggressiv werden. Aber überhaupt an sich ist das eine sehr einfache Hypothese und wegen der Einfachheit wird ja auch häufig in der Wissenschaft benutzt. Diese Frustrationshypothese letztendlich ist einfach zu handhaben
Und was sollte man daraus abfolgern? Als pädagogische Handlungskonsequenz: Frustration vermeiden. Frustration vermeiden, dann kommt es nicht zur Aggression. Naja, das klappt in der Realität nicht wirklich. Man kann Frustrationen gar nicht immer entgehen. Frustration widerfährt einem. Wenn ich beispielsweise Auto fahre und vor mir fährt einer wie ein Henker, dann kann ich gar nichts dafür, dass er wie ein Henker fährt. Das widerfährt mir einfach. Was soll ich tun? Mich in mein Kämmerchen einsperren und dafür sorgen, dass keiner auf mich wirken kann? Sobald man mit anderen interagiert, geht man die Gefahr ein, Frustration zu erleiden und somit letztendlich auch gewalttätig zu werden, dass sich Aggressionen entwickeln. Das ist die Theorie von Dollard in Kürze. Dann gibt es Lerntheorien, wie zum Beispiel die von Bandura. Lerntheorien könnten auch Konditionierungstheorien sein, wo Bandura eher nicht dazu gehört. Aber Bandura beispielsweise geht vom sogenannten Lernen am Modell aus. Das heißt beispielsweise, ich sehe, wie jemand aggressiv ist und präge mir dadurch aggressive Verhaltensweisen ein. Ich sehe zum Beispiel, wie der Vater gegenüber der Mutter aggressiv ist. Daraufhin präge ich mir ein, dass das ein adäquates Verhalten ist. Lernen am Modell. Das wird heutzutage auch stark diskutiert natürlich, wenn es darum geht, zu erklären, warum Ballerspiele aggressiv machen. Da hat man am Modell gelernt. Das ist eine ganz einfache Hypothese. Dazu habe ich auch ein Video. Das könnt ihr euch dann auch gerne ansehen. Der fünfte Theoretiker, den ich einführen möchte, das ist Scott. Scott oder John Scott auch. Der sagt, das ist gar nicht so einfach. Man darf das gar nicht so einfach erklären wie diese Theoretiker. Das ist viel umfangreicher. Er schlägt eine ganze Palette an Erklärungen letztendlich vor und sagt, alles das ist wahr und das wechselwirkt alles miteinander. Er sagt beispielsweise, die Genetik ist letztendlich ein Grund. Jeder wird unterschiedlich aggressiv geboren, unterschiedliche Aggressionspotenziale hat jeder von Natur aus. Gleichzeitig können die Hormone eine Rolle spielen. Das heißt, mein Hormonhaushalt, der schwankt bei mir weniger als bei einer Frau, aber beim Mann gibt es auch Schwankungen und auch sowas kann natürlich Aggression fördern, gerade in der Jugend. Man kennt das, der pubertiert gerade, der Junge, der will sich ausprobieren. Ja, da kann es natürlich sein, dass auch solche Hormonschwankungen Aggression und Gewalt fördern. Auch die Psyche allgemein, die psychische Prägung, Motivation beispielsweise, kriege ich eine Belohnung oder verspreche ich mir eine Belohnung davon, wenn ich aggressiv handle? Verspreche ich mir beispielsweise einen Konkurrenten auszustechen bei der Buhlerei um ein Mädchen? Auch sowas kann eine Rolle spielen. Auch das soziale Umfeld, hat man vielleicht etwas von anderen gelernt? Gibt es etwas, was mich frustriert? Alles sowas letztendlich. Und auch die Ökologie, schlechtes Wetter, was auf mich wirkt, Sauerstoffmangel vielleicht. Man kennt das, wenn die Luft stickig ist, dann wird man eher sauer, als wenn die Luft wunderschön und ganz toll zu atmen ist. Sobald dann etwas belastet, kann es irgendwie dazu führen, dass sich Aggressionspotenziale ausbilden. Das bedeutet, Scott schlägt einen umfangreichen Ansatz vor. Das klingt wunderbar. Der ist allerdings natürlich wesentlich komplexer als der beispielsweise von Dollard, den ich als den einfachsten Ansatz letztendlich ansehe. Und deswegen muss man letztendlich auch sagen, na gut, für die Praxis ist das nicht immer so einfach. Zudem können wir die Genetik jedes Menschen nicht so einfach untersuchen. Deswegen können wir nicht sagen, wenn wir beispielsweise gucken in der Klasse, wir wollen, dass sie nicht aggressiv sind, ja, wie ist denn hier die Genetik der Klasse? Wir können nicht für jeden PCR-Test oder was auch immer erst machen. Und auch dann müssten wir sagen, kennen wir alle Gene überhaupt, die für Gewalt verantwortlich sind? Naja, aber was wir machen können, ist auf jeden Fall die Frustration der Klasse irgendwie kontrollieren. Vielleicht nicht so schlechte Noten geben oder die Klasse einfach gut unterrichten, sodass wir keine schlechten Noten geben müssen und so weiter. Das heißt, daraus kann man viel mehr einfach für die Praxis ableiten als das hier. Bei diesem Ansatz geht es mehr darum, auch zu erklären, zu sagen, okay, der hat in dieser Situation aggressiv gehandelt und der nicht. Warum? Was sind unterschiedliche Voraussetzungen? Der eine hat beispielsweise andere psychische Voraussetzungen, andere genetische Voraussetzungen, andere soziale Voraussetzungen. Umfangreicher Ansatz, allerdings daraus letztendlich Folgerungen für die Praxis abzuleiten, ist schwer, weil der Ansatz schwer ist. Der sechste Ansatz, den ich vorstellen möchte, und das ist, glaube ich, auch der vorletzte letztendlich, ist der von Heitmeier. Heitmeier, der hat ein Modell vorgeschlagen, was ich auch im Video zugemacht habe. Der hat gesagt, Gewalt
resultiert, oder Aggression resultiert immer aus Desintegration. Das heißt, wenn ich mich nicht in ein System integriert fühle, dann kommt es letztendlich zur Gewalt. Auch wieder eine ganz einfache Hypothese. Kann man ähnlich einfach handhaben wie die von Dollard, ist aber meiner Meinung nach ein bisschen umfangreicher und ergiebiger, weil Dollard hat gesagt, Frustration wird erzeugt, aber er erklärt nicht, wie Frustration genau erzeugt wird. Da braucht man eher sein Bauchgefühl. Heitmeier ergänzt das so gesehen und sagt, wenn ich mich nicht integriert fühle in die Gesellschaft, dann fühle ich mich verunsichert oder frustriert letztendlich und das erzeugt Gewalt. Beispielsweise, wenn ich nicht politisch partizipieren darf in einer Gesellschaft. Wenn ich schlechte Noten kriege, bin ich aggressiv, nicht weil ich deswegen, weil ich einfach nur frustriert bin. Ich habe ja einen Grund, warum ich frustriert bin, nämlich weil ich desintegriert bin. Ich bin frustriert, weil ich desintegriert bin. Ganz einfache Logik, wenn ich schlechte Noten habe, dann kann ich keinen guten Ausbildungsplatz, keinen guten Arbeitsplatz, keinen guten Studienplatz finden. Ich bin letztendlich fremdbestimmt. Ich kann mich nicht selbst entfalten, ich fühle mich auch nicht in die Klasse integriert, als fähiges, als kognitiv fähiges Individuum. Das klappt letztendlich nicht und deswegen letztendlich werde ich aggressiv, weil ich desintegriert bin. Ich schreibe hier mal Desintegration als Stichpunkt hin. Das ist letztendlich der Ansatz von Heitmeier. Und der letzte, ich habe es versprochen, es kommt noch einer und damit will ich so einen Rundumschluss machen. Das ist Rauchfleisch. Rauchfleisch ist auch einer, der einen psychologischen Ansatz vertritt, ähnlich wie Freud am Anfang. Und der sagt letztendlich, jugendliche Traumatisierung sorgen für Gewalt. Das heißt, wenn ich in meiner Jugend oder in meiner Kindheit traumatisiert wurde, es gab irgendwas, was auf mich eingewirkt hat und das war so schlimm oder tragisch für mich, dass das irgendwas in mir bezweckt hat, so dass ich später aggressiv werde. Das heißt, so gesehen, Aggressionspotenziale werden erst geschaffen und dann irgendwann äußern sie sich erst. Das ist etwas anderes als das, was Dollard sagt. Dollard sagt, ich werde jetzt frustriert und handle deswegen jetzt aggressiv. Rauchfleisch sagt, es muss nicht unbedingt jetzt ausbrechen, das kann auch später ausbrechen. Damit kann man zum Beispiel Jugendkriminalität gut erklären. Jemand, der beispielsweise in einem Haushalt aufgewachsen ist, wo er Aggression oder Gewalt durch die Familie erfahren hat, schon als Kind beispielsweise geschlagen wurde, der wird letztendlich dann auch als Jugendlicher oder Erwachsener eher aggressiv sein. Er wurde früher traumatisiert und wird später aggressiv. Das ist ein schöner Ansatz, der auch letztendlich erklärt, dass etwas, was auf mich gewirkt hat, nicht sofort einen Effekt haben muss, sondern später auftreten kann. Und das ist auch ein psychologischer Ansatz, da habe ich auch ein Video zu gemacht, der sagt ja auch sowas von der Essstörung und der Über-Ich-Störung. Und das sind letztendlich wieder Theoriegebilde, die auf Freud anspielen, auf den er sich auch in seiner Theorie beruft. Ich hoffe, hier mal so einen Gang durch gängige Aggressions- und Gewalttheorien gemacht zu haben. Natürlich hätte man auch andere Theoretiker ansprechen können, wie beispielsweise Nolting. Aber ich wollte hier meine Auswahl an 7 treffen. Hätte ich jetzt noch Nolting reingenommen, hätte ich auch noch andere reinnehmen müssen. Ich hätte das auch noch mit der Konditionierung hier weiter ausführen können. Und. Auch konstruktivistisch hätte man hier noch vorgehen können. Man hätte so viel machen können, deswegen habe ich mich auf diese 7 beschränkt. Denn ich finde letztendlich, das sind 7 ganz wichtige Theoretiker mit ganz wichtigen Theorien, die auch die Wissenschaft und die Praxis stark geprägt haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.